So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Willkommen im Krypto-Café. Mein Name ist G und gucken uns an, was so heute in der Welt der Krypto passiert ist oder passiert. Der Kurs aktuell von Bitcoin und Ethereum bei Bitcoin bei ganz knapp unter 40.000, war heute Morgen schon fast bei 41.000, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Ethereum hat auch schon mit der Erholung angefangen, also sieht alles ziemlich gut aus. Ist aber nicht auszunehmen, dass dass Bitcoin sich trotzdem noch ein Stück zurücksetzt. Das machen die einfach so, die Kurse. Das ist, aber da muss man jetzt nichts befürchten. Deswegen sage ich immer, im Aktienmarkt und also auch bei Krypto ist es so, es gibt keinen Zug, den man verpasst hat, denn die Züge, die kommen immer wieder. Ja, das heißt, man muss jetzt nirgendwo das Gefühl bekommen, man hat etwas verpasst und muss schnell noch irgendwo sich reinkaufen, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Sondern einfach, wenn man was verpasst hat, einfach abwarten, bis die Kurse wieder runterkommen. Also ich habe auch Kollegen und Bekannte, die haben gefragt, ja, ich habe die 32 oder 30.000 von Bitcoin verpasst, was kann ich machen? Soll ich jetzt mich reinkaufen bei 40.000? Dann sage ich, nee, warte einfach ab, das geht wieder zurück. Die Chancen stehen gut, dass er nochmal bei 36 oder 35.000 runterkommt. Wenn nicht, dann eben nicht. Und am besten vorher Strategie entwickeln, ja, bevor man einfach sich in den Markt reinstürzt, vor allem als Anfänger. Ja, da ist man immer hinterher erst schlauer, dass man hätte besser investieren können. Deswegen, ja. So gesehen, wir sind, wenn ihr mal einfach ein bisschen rauszoomt, wir sind noch weit im unteren Bereich dieser gesamte Erholung. Ja, die ging ja von 63.000 aus, ja, bis 30.000. Und so gesehen, die Chancen sind tatsächlich sehr gut, ja, dass wir insgesamt schon aus der Erholung raus sind. Aber ich habe auch schon in den letzten Tagen gesagt in meinen Videos, dass ich insgesamt für Juni erwarte, dass wir uns in den Bereich 42.000 bis 30.000, also 35.000 uns seitwärts eher bewegen. Und dass dieser großen Sprung nach oben, wie viele schon vor prophezeien, ja, in ihren Kanälen, beziehungsweise auch, dass der große Absturz nach unten zum Richtung 20.000 oder noch weiter drunter eher nicht kommen werden, zumindest in diesem Monat. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi-Trader und ich bin hier auch nicht, um zu traden, sondern ich bin hier, um langfristig anzulegen und Vermögen zu vermehren. Und wenn ihr hier in meinem Kanal seid, dann gehe ich davon aus, dass ihr auch ähnlich wie ich unterwegs seid. Und ja, gucken wir uns einfach mal die News an. So, DXDY, das ist eine große Plattform für Trader, vor allem für Margin-Trader und auch Leute, die gerne mit Level, also mit Hebel handeln. Ja. Also ich empfehle jeden und ich fasse das auch gar nicht an, sowas, ja. Nicht mit Hebel zu handeln. Klar, das ist ein Instrument aus der professionellen Trading und es hat auch seine Daseinsberechtigung, ja. Aber für Normalsterbliche und Leute, die nicht 12 Stunden oder professionell die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren, kann ich das absolut nicht empfehlen. Aber man kann halt an solchen Entwicklungen sehen, dass das Polygon-Netzwerk sehr viel Bekanntheit und auch Beliebtheit bekommt und solche große Produkte auch auf Polygon hinkommen. Ne? Ich bin auch weiterhin sehr, sehr bullish gegenüber Polygon und Matic ist ja Polygon. Bezüglich Binance, ich war ja vorher hauptsächlich auf Binance unterwegs, auf BSC und habe ja mittlerweile schon etwas mehr als 50% meiner Investitionen verlagert auf das Polygon-Netzwerk, weil ich einfach da mehr Performance und auch wegen der besseren Gebührenstruktur mehr Möglichkeiten sehe und auch Entwicklungsmöglichkeiten. Nichtsdestotrotz habe ich auch selbst erfahren in den letzten Tagen, dass immer wieder mal Transaktionen eine Minute oder sogar noch länger gedauert hat und daran kann man auch sehen, dass auch Polygon durch seine Struktur nicht gefeit ist, ja, gegen Überlastung und Auslastung. Und das ist einfach ein generelles Problem. Wenn ihr zurück mal an mein Video guckt, ich glaube 2 Wochen oder 3 Wochen vorher, wo ich so geschwärmt habe von Polygon, wie schnell das alles ist, dass es innerhalb 1-2 Sekunden schon zack,
ne, alles fertig ist und so. Das war ja auch noch in den anfänglichen Phasen und daran kann man einfach sehen, dass diese gesamte IT insgesamt alles praktisch demselben Schema folgen. Das heißt, wenn die Auslastung höher werden, wenn das Netzwerk voller wird, wird einfach alles langsamer. Und ich hoffe natürlich, dass Polygon und Matic da in der Richtung auch noch mehr Performance hinterher pumpen. Ja, einfach weil, wenn das Netzwerk größer werden, dass die auch entsprechend hoffentlich die Infrastruktur ausbauen. Bleiben wir gespannt. So, nächste Nachricht. Ist auch Polygon betreffend. Ja, da hat jemand, ich werde unten alles verlinken, was ich in meinen Videos schreibe. Wenn jemand Lust hat, kann sich das gerne durchlesen. Die haben eben die Zahlen veröffentlicht bezüglich Polygon verglichen mit Ethereum. Ja, und zwar geht es um das Projekt Aave. Aave ist eine der größten Plattformen, was Anlage, also wie Sparanlage und Lending, also Darlehensannahme angeht. Und das war vorher auf Ethereum eben ein der größten Big Player und ist dann natürlich auf Polygon weiter mitgezogen. Und die haben hier gezeigt, dass in den letzten Wochen, also in den Wochen 19, 20, 21, 22, das ist in diesem Sheet von denen aufgeführt, da kann man sehen, die Entwicklung auf Ethereum hat sich praktisch, ne, nicht verändert, unverändert und eher zum drunterliegenden Objekten, was natürlich von Marktgeschehen nicht unbeeinflusst ist, ja, eher ne sich negativ entwickelt hat. Ne, das ist ja im Mai eben dieser Absturz, wenn man das nennen kann. Aber gleichzeitig in dem gleichen Zeitraum auf der Polygon-Blockchain die Gesamtentwicklung um mehr als 100% war, ja. Und daran kann man sehen, dass eben die Interesse an so einer Skalierlösung für Ethereum extrem groß ist. Es gibt zwei andere Lösungen, auch Layer 2 Lösungen für Ethereum. Das eine ist Optimism, das andere ist Arbitrum. Beide sind auch im Endstadium und sollten jetzt im Juni, Juli rum, meiner Meinung und meiner Einschätzung nach, auch public werden. Ja, die sind momentan in der Testphase. Aber wie das mit allen IT-Projekten so ist, man kann nicht mit definitivem Datum vorhersagen, wann die tatsächlich online kommen. Aber wenn die halt online kommen, stellen die auch nochmal eine Alternative dar zu Polygon. Und ich bleibe gespannt, wie viele Marktanteile die nochmal von Polygon bzw. von Ethereum abwerben können. Und ja, so viel dazu. Nächster Punkt. Goldman Sachs, ja, erweitern ihre Ethereum, also Krypto-Handel, ne, mit Ethereum Futures und Options. Das sind so generelle Instrumente, womit professionelle Trader, aber auch institutionelle Anleger handeln. Ja? Und wenn ihr einfach ein, zwei Videos zurückguckt, da habe ich auch News von denen gepubliziert. Die haben zuerst, also nicht zuerst, aber zwischendurch mal einen große Studie mit 40-seitigem Papier veröffentlicht, wo drin die natürlich Bitcoin als eine Anlageklasse definitiv publiziert haben. Und danach haben die natürlich wieder in den News gesagt, ja, Kryptowährung, das ist nichts. Ja, die institutionellen Anleger, die wollen keine Kryptowährung, die wollen keine Bitcoins und so weiter. Ne? Also Angst und Panikmacherei. Und jetzt haben die natürlich wieder Nachricht veröffentlicht, ja, wir werden das doch machen und pipapo. Und hier steht ganz klar in diesem Satz hier, ja. Ach Mist, jetzt habe ich es weggeklickt. Genau. Wo habe ich es weggeklickt? Genau. Goldman Sachs hat Kryptohandel im Anfang Mai, ja, etabliert, weil, warum? After seeing huge institutional demand for crypto, also nach dem großen Bedarf von institutionellen Anlegern für Kryptohandel da war, ja, haben die das etabliert. Und jetzt guck mal die Nachrichten an, die ich vorher gepostet habe in den letzten Tagen. Da wurde überall immer gesagt, nein, es gibt keinen Bedarf. Die institutionellen Anleger, die finden diese Asset-Klasse viel zu volatil, niemand will das und so weiter und so fort. Also, alles, was die Banken sagen und so, könnt ihr alle samt inklusive, was der Elon Musk immer postet, in eine Tonne klatschen, und zwar die Tonne der, ja, nicht zu verwertbaren Informationen. Ja. Wichtig ist, die richtigen Daten, wie sowas hier, ja, von den FAT und was weiß ich, von den Banken alles zu trennen. Und ja.
Nächster Punkt. MicroStrategy, das ist natürlich das größte Unternehmen gegründet, beziehungsweise geführt von Michael Saylor. Ja, die haben, ich glaube, 100.000 Bitcoins mittlerweile fast. Und der hat ja letztens vor 3, 4 Tagen hat er veröffentlicht, dass er nochmal Geld sammelt, ja, um damit noch mehr Bitcoins zu kaufen. Und jetzt wollen die eigene Aktien verkaufen im Wert von 1 Milliarde, um davon nochmal Bitcoins zu kaufen. Ja. Er ist eben ein Bitcoin-Maximalist. Ja. Das heißt, der steht so weit hinter Bitcoin, dass er praktisch alles der Welt gegen Bitcoin am liebsten eintauschen würde. Ich würde ihn vielleicht nicht so weit gehen, ja, vor allem ich würde niemand empfehlen, auf Darlehen oder auf irgendwas, wenn man eigene Aktien verkauft, um Bitcoin zu kaufen, ist ja praktisch wie Darlehen nehmen. Und würde ich definitiv nicht empfehlen, so weit gehen, sondern alles, was Krypto angeht, ja, nur das investieren, was ihr bereit seid, auch zu verlieren und was ihr nicht auf heute, auf morgen gebrauchen könnt, ja, oder in den nächsten Monaten oder Jahren. Also wichtig, selbst Strategien entwickeln, auch wenn ich Michael Saylor sehr schätze. Ja, er hat sehr viele gute Videos, wo der ganz genau erklärt die positiven Seiten von Bitcoin. Und ist sehr informativ, ja, habe ich mir auch sehr viele davon angeschaut. Kann man sich definitiv sich reinziehen, die Videos von ihm, vielleicht nicht die ganzen Interviews und so weiter, weil er labert auch sehr viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Und vieles wiederholt sich eben nur, aber was die grundlegenden Fakten und Informationen angeht, was Bitcoin betrifft, kann man sich schon angucken. Ja. So, nächster Punkt. Am 25. Juni sind 1,5 Milliarden an Optionen auf Ethereum, die dort auslaufen. Und hier wird in diesem Artikel wird prophezeit, dass durch diesen Auslauf der Optionen ja eben eine starke Bewegung bei Ethereum abzusehen ist. Ja. Aber wohin ist eben noch nicht bekannt. Ich sehe das nicht so kritisch. Also es kann natürlich passieren, ja, dass durch diese große Mengen an Optionen, die dort auslaufen, der Kurs in eine bestimmte Richtung vorher gepusht wird, damit diese Optionen eingelöst werden können oder auch nicht. Ja. Und das ist ja das, was ich meine. Optionen sind eben Papiere, die nicht verfallen. Ja? Deswegen heißen die Optionen. Ne? Die haben zwar ein Datum, aber an dem Datum könnt ihr sie einlösen und, oder auch nicht. Ja? Und das muss nicht unbedingt heißen, dass an dem Tag eben eine große Bewegung stattfindet, nach oben und nach unten. Ja? Wer will, kann sich natürlich im Internet noch ein bisschen einlesen, also das Optionen und so weiter. Das gibt es schon länger bei Aktien. Und aber letztendlich ja, geht es einfach nur darum, dass die Optionen bestimmte Recht ja, dem Besitzer geben, an dem Tag, wo die eben auslaufen, ein bestimmtes Objekt, in dem Fall im Ethereum, ja, zu bekommen oder einzukaufen. Und es gibt natürlich Put- und Call-Optionen. Ne? Und ja. So viel dazu. Thailand, das finde ich sehr interessant. Ja? Die thailändische SEC, sowas wie eine Finanzüberwachung oder Deutschland, wie heißt es bei uns? Ich weiß gar nicht. Börsenaufsicht, sowas in der Art. Finanzaufsicht, ja. Die haben gesagt, ab sofort ja, dürfen die Exchanges wie Binance oder Coinbase und so weiter in den USA, also die thailändischen Börsen-Exchanges dürfen nicht mehr Meme-Coins handeln. Ja? Dazu gehört auch Dogecoin, Shiba und so weiter. Und aber auch NFTs. Ja? Finde ich sehr interessant, dass die das umsetzen wollen. Ja? Ist natürlich nicht einfach, wenn jetzt zum Beispiel Dogecoin plötzlich um die Ecke kommt und sagt, ja, bei uns gibt es jetzt auch DEX. Ja? Das heißt, wir sind jetzt kein Meme-Coin mehr. Wir haben eine Daseinsberechtigung. Ne? Also Meme-Coins sind ja praktisch reine Spekulationsobjekte. Oder ja, oder wenn Shiba, ich glaube, die haben sogar tatsächlich auch vor einem Monat oder so, haben schon angekündigt, dass sie einen Shiba Swap oder so eine dezentralisierten Exchange anbieten wollen oder umsetzen wollen. Keine Ahnung, ob die es schon gemacht haben oder nicht. Am interessantesten ist natürlich NFT, ja, weil ich wüsste nicht, dass momentan auf Binance oder auf anderen Börsen, Exchanges schon NFTs gehandelt werden. Das heißt, NFT werden ja normalerweise auf NFT-Plattformen, dafür gibt es ja extra Plattformen gehandelt. Und
und vor allem, wie das gehalten wird auf den Börsen. Also ist natürlich möglich technisch, aber ja, sind die natürlich, wollten die vielleicht einfach so das Netz so weit wie möglich spannen, ne? Ja, kann man vorhalten, was man möchte, ja. Also russische Außenminister sagt, Krypto wird definitiv im internationalen Handel eine Rolle spielen. Ja, passt sehr gut zu dem Artikel hier. Das ist nämlich über Iran, ja, dass die, weil die Iran steht ja ständig unter Sanktionen von USA. Ja, USA, wer die Weltwährung stellt, ne, kann natürlich Sanktionen ausüben. Das ist einfach, weil das SWIFT-System, ja, was bei internationalen Überweisungen benutzt wird, eben von der USA kontrolliert wird. Das heißt, wenn die jetzt in den SWIFT-System Iran ausnehmen, ja, kann eben niemand mehr nach Iran überweisen oder aus Iran heraus Überweisungen durchführen. Ja. So gesehen, ne, ist eben die Weltmacht, beziehungsweise USA kontrolliert, wo das Geld fließen darf oder nicht. Ja. Und da Iran eben ständig unter Sanktionen sind, ja, haben die, wissen ja auch viele, dass in Iran viel Mining betrieben wird. Die haben ja auch letztens diese Nachricht veröffentlicht, dass die Mining verbieten für Leute, die eben nicht angemeldet sind, weil dort nicht genügend Strom vorhanden ist, ne? Und viele Lager auch für zum Beispiel für die Impfstoffe und so, ja, aufgrund der Strommangel oft eben aussetzen. Und deswegen wollen die das eben ein bisschen runterfahren, ja, das illegale Mining sozusagen in dem Land. Aber nichtsdestotrotz, ne, wird eben durch das Mining von Bitcoin die Möglichkeit geschaffen, eben Wert zu erzeugen, womit die wiederum Handel betreiben können mit anderen Ländern oder anderen Firmen global, ja, was eben die Sanktionen umgeht. Ne? Und was ich interessant fand, war natürlich dieser letzte Absatz von dem Artikel hier. Ja? Da wird gewarnt, finanzielle Firmen, die in USA ansässig sind, ja, also nur in USA jetzt erstmal, die mit Kryptowährung handeln, sollten sich davor hüten, ja, mit Iran Handel zu betreiben, weil die theoretisch ja, Gefahr laufen könnten. Und da fragt man sich, hä, was, warum? Ja, macht keinen Sinn, weil, ja, ihr wisst ja, ne, Blockchain ist eine Chain, die ist im Internet, die hat die Wallet, die haben keine Adressenzuordnung, wenn irgendjemand, ich meine, ne, irgendein Wallet hat auf der Blockchain, da ist ja keine Adresse, also macht nicht wirklich viel Sinn. Aber so ein Artikel von so einer, naja, Reuters, so eine allgemeine Zeitung, wo Leute viel lesen, die nicht wirklich viel Ahnung haben, die können natürlich denken, oh, vielleicht sollte ich mal mit meinem Handel mit den Iran aufhören oder einstellen. Ja, also, okay. Kann man nicht viel zu sagen. Das ist auch interessant, ja. Also musste ich ein bisschen grinsen, als ich das gelesen habe. Also die Polizei in Großbritannien, ja, die Lobbying, also die plädieren dafür, ja, dass die Legislative das Gesetz anpassen. Und zwar, was sollen die anpassen? Ja, die sollen in dem Gesetz anpassen, dass man nicht nur die Accounts, also Bank-Accounts oder auf den Kryptobörsen die Accounts, ne, der Besitzer einfrieren dürfen, sondern dass man dort, also das Wording, also ne, die Formulierung in dem Gesetz ausweiten auf die Wallets der Besitzer. Und das ist genau das Gleiche wie hier. Ne? Hä? Und da habe ich gedacht, was wollen die? Die wollen die Wallets einfrieren, okay. Gut, ich habe eine Wallet-Adresse, die heißt Pipapo, ja, und die ist auf der Blockchain für Bitcoin. Die bitte jetzt einfrieren. Wie wollen die das machen, hä? Also, ist sehr, sehr konfus, ja, solche Nachrichten oder dass Leute sowas formulieren. Genauso, ne, beschlag die Laptops, beschlag die Computer von den Bitcoin-Miner. Und dann denke ich, hä, was wollen die damit machen? Wollen die da aus den Computern die Bitcoins rausholen? Also, bitte Leute, also informiert euch auch die Gesetzgeber oder was auch immer, ja, und nicht solche dummen, das ist, da kann man sich echt nur, ja, facepalmen selbst, ja, gut, okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Ah, das war nochmal Arbitrum, vom Anfang die Geschichte, wo ich erwähnt habe, Layer 2 Lösung für Ethereum, für Polygon.
So, ach so, eins wollte ich noch sagen. Ich hatte gestern ein Video gemacht zum, wie heißt das, dieser Tiefenanalyse von dieser Iron Finance, ja, und ich habe nicht erwartet, dass das so viel Zuspruch bekommen hat und auch Fragen dazu noch offen waren. Und deswegen werde ich entweder heute und morgen, ich denke wahrscheinlich heute noch eher, ein Q&A machen, also wo ich die ganzen Fragen, die ich auch von Kollegen bzw. Bekannten bekommen habe zum Thema Iron Finance, einfach, dass ich die einfach alle sammle und zu allen Fragen eine kurze Antwort dazu schreibe und das von Video poste. Das heißt, falls jemand noch Fragen dazu hat, einfach das andere Video werde ich unten verlinken. Darunter einfach eure Fragen mal posten, ja, und ich werde es einfach alles sammeln und in einem kurzen Video dazu Stellung nehmen. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen. Ja, einen wunderschönen Tag für euch und genießt die Sonne draußen. Nicht so viel auf die Kurse gucken. Ja, da passiert wirklich nicht Weltbewegendes. Die werden einfach sich bewegen, wohin die sich bewegen. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.